Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Online-Guide zum Lehren und Lernen ebenfalls online. Wir haben einige hilfreiche Tipps zum Rahmen Ihrer Online-Lehre gesammelt. Ein wichtiger Punkt ist die Schaffung einer klaren Struktur, sowohl für sich selbst als auch für Ihre Schülerinnen und Schüler. Wohin soll die Reise gehen? Dafür ist es wichtig, Lernziele genau zu definieren und den Lernenden diese auch mitzuteilen. Formulieren Sie Ihre Erwartungen, die an sich selbst, aber auch die an Ihre Schülerinnen und Schüler. Beides soll nicht zu hoch gesteckt werden. All das wird am besten über eine Plattform kommuniziert. Im besten Fall haben Sie eine schulübergreifende, wie Office 365 oder G Suite. Falls nicht, haben wir für Sie die WIPS Cloud gestaltet, die ich Ihnen gerne in der Infobox verlinke. Der zweite Punkt betrifft die Fehlerkultur. Die Veränderung im Lernen und Lehren ist gravierend. Seien Sie deshalb nachsichtig mit sich und Ihren Schülerinnen und Schülern. Achten Sie darauf, Feedback einzuholen, um herauszufinden, warum etwas nicht funktioniert. Vielleicht können manche Materialien nicht ausdrucken oder Dateiformate nicht öffnen. Eventuell kommen alte Rechner zum Einsatz, die Videos in hoher Qualität nicht abspielen können. Wenn Sie auf neue Ideen stoßen, testen Sie diese vorab und schauen Sie, ob Sie Erfahrungsberichte von anderen Lehrerinnen und Lehrern finden. Es ist eine Zeit, in der Sie sehr profitieren können von Materialien und Tools, die bereits existieren und die bereits erprobt wurden. Ermutigen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler, es weiter zu versuchen, auch wenn es nicht auf Anhieb klappt. Seien Sie aber auch nachsichtig mit sich selbst, wenn nicht alles funktioniert, wie Sie es sich vorstellen. Die existierenden Plattformen und Möglichkeiten sind besser geeignet für asynchrones Lernen als für gemeinsame virtuelle Klassenräume. Es gibt zwar bereits Möglichkeiten, wie zum Beispiel das WUB-Klassenzimmer auf Twitch, auch das verlinke ich Ihnen gerne, allerdings brauchen solche Projekte mehr Zeit, um sich einzuarbeiten und größere Teams. Die Vorteile davon, den Schülerinnen und Schülern Lernstoff zur Verfügung zu stellen und ihnen die Erledigungen bis zu einem gewissen Grad selbst zu überlassen, liegen darin, dass sie somit ihr Tempo selbst bestimmen können. Nicht nur das Lerntempo, sondern auch die Einteilung, wann sie an die notwendigen Geräte können. Trotzdem ist es wichtig, feste Bürozeiten anzubieten, in denen Sie zum Beispiel über einen Chat erreichbar sind. Nachdem die Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler extrem variieren, ist es wichtig, eine möglichst große Vielfalt an Tools anzubieten. Einige können vielleicht nicht lang an den Computer und müssen viel über ihre Smartphones erledigen. Dann bieten sich smartphone-optimierte Webpages und Quizzes an. Andere arbeiten gerne auf ausgedrucktem Papier, dann wäre es toll, auch das zu ermöglichen. Gleichzeitig haben andere Schwierigkeiten, an Ausdrucke zu kommen, und dann sind am Computer ausfüllbare Dokumente gefragt. Für eine Vielfalt an Tools und Werkzeugen verlinke ich Ihnen eine Sammlung unserer Redakteurin am Lehrerinnenweb. Hier noch einmal alle Punkte in Kürze. Und der wichtigste Punkt zum Schluss: Seien Sie nachsichtig mit sich. Es ist eine komplett neue Situation. Und vielen, vielen Dank für Ihren Einsatz. Kommen Sie gut durch die nächsten Tage und Wochen. Alles Liebe!